Herzlich willkommen zum Tick-Podcast. Ihr hört heute unseren Jahresrückblick 2022 mit Max. Ich bin's, Adrian. Hi, ich bin Moni. Was geht? Ich bin Jamali. Ich bin Tobi. Hey. Mohamed. Hi, ich bin Mandy. Hi, ich bin Sammy. Hi, ich bin Rico. Viel Spaß. Ihr hört unseren Jahresrückblick zum Tick-Jahr 2022. Wir wollten von euch wissen, was euch dieses Jahr bewegt hat, welche Gefühle, welche Emotionen hattet ihr oder habt ihr 2022? Was hat euch genervt, was war mega gut und hat euch glücklich gemacht oder was habt ihr gehasst? Dazu haben wir verschiedene Tickis gefragt und ihre Antworten hört ihr jetzt. Deine Gefühle 2022. Ich glaube, das wichtigste Gefühl dieses Jahr war, dass ich glücklich war. Ich habe mich nicht runterkriegen lassen und so. Ist immer wichtig, Selbstvertrauen zu haben. Dankbarkeit, wenn ich einfach mich herumgucke in mein Zimmer. Vor ein paar Jahren hätte ich mir das so gar nicht gedacht, dass ich das mal in mein eigenes Zimmer hätte, so ein Fernsehen oder ein eigenes PlayStation. Und ja, das ist also Dankbarkeit. Ich bin dankbar für meine Sachen. Zum Großteil mit Freude gehe ich aus dem Jahr. Und vor allem auch mit Vorfreude auf das neue Jahr, weil ich schon weiß, dass wir viele coole Sachen für nächstes Jahr geplant haben. Und ich freue mich auch, weil ich im Februar in Urlaub fliege. Das ist auch eine große oder ein großer Lichtblick, sage ich mal. Momentan ist es so manchmal gut, manchmal schlecht, aber so wenn ich dann von der Schule Schluss habe, dann ist es eigentlich gute Laune, weil ich dann weiß, dass es keine Schule gibt und ich dann Freizeit habe. Habe ein gutes Gefühl dabei, dass ich ein paar Ziele geschafft habe, die ich angefangen habe im ersten Jahr, also 2022 angefangen habe. Und ja. Ich gehe mit einem sehr guten Gefühl raus. Ist dies viel passiert dieses Jahr? Ich habe zum Beispiel geheiratet. Ich habe an meinem Studium weitergearbeitet. Ich habe eine große Reise unternommen. Ja, das war ein tolles Jahr. Ja, also ich würde sagen, ich gehe mit einem positiven Gefühl aus dem Jahr 2022, weil ich halt sehr viel gelernt habe, sehr viel Erfahrung gesammelt habe und klar gibt es ein, zwei nervige Sachen oder schlimme Sachen, die man erlebt hat, aber ich finde, genau deswegen lernt man halt viel draus. Eigentlich glaube ich meine Freude. Also ich bin immer gut gelaunt, fast immer. Wenn ich Freunde sehe, bin ich glücklich. Kann man mich eigentlich auch sehr gut wieder aufmuntern. So andere Emotionen gibt es eigentlich zurzeit gar nicht. Das hat genervt. Ich bin ein ziemlich gelassener Mensch, also es braucht schon sehr viel, damit ich mich aufrege. Vielleicht diese Corona-Thematik, dass die nach wie vor präsent ist und viele davon betroffen waren, inklusive mir. Was mich dieses Jahr genervt hat, war, weil ich mit meinen Eltern ein bisschen zu lange im Urlaub war. Deswegen konnte ich in den Ferien nicht so viel Zeit mit meinen Freunden verbringen. Ja, Schule auch auf jeden Fall. Aber ich bin auch, bin ja auf die Fachoberschule gerade gewechselt, weil ich mein Fachabitur mache. Ich habe die 10. jetzt abgeschlossen und da bin ich auch glücklich drüber. Und ich bin auch zufrieden mit meiner Klasse. Aber ja, bei uns sind die Lehrer halt nicht so nice und das hat mich dann schon aufgeregt. Also aufgeregt hat mich auf jeden Fall die vielen Klassenarbeiten jetzt dieses Jahr. Dass ich schlechte Noten bekommen habe, ja. Es hat mich genervt, dass ich faul war, dass ich nicht gelernt habe für bessere Noten oder angekündigte Tests und Klassenarbeit, dass ich halt nicht gelernt habe davor. Schule, weil die haben ganz schön gestresst. Mich hat genervt, dass ich einige Hausarbeiten in der Uni bei mir so ein bisschen aufgeschoben habe und die sich angestaut haben und ich manchmal nicht die Zeit gefunden habe, wirklich mich strukturiert ranzusetzen. Das nervt mich immer noch. Mich hat aufgeregt, als in der WM, als Marokko gegen Paris gespielt hat. Frankreich. Mich hat sehr aufgeregt, dass die nicht ein Tor gemacht haben, weil so wenigstens halt ein bisschen die Ehre zurückzuholen. Und da war ich halt sauer, aber ich gönne Frankreich auch, weil die haben auch sehr gut gespielt, alle und so. Das Hassthema 2022. Hass ist für mich irgendwie auch so ein großes Wort. Da ist zu viel Emotion drin. Also es gibt natürlich Sachen, die einen nerven, aufregen, aber gehasst habe ich dieses Jahr auch nichts. Also das Schulsystem ist ein bisschen, katastrophal, würde ich sagen. Aber auch, dass wir jetzt irgendwie ständig Klassenarbeiten schreiben und das 2 in der Woche und dann zwischendurch auch noch ganz viele Tests und so, dass die Lehrer einen nicht
beachten, also keine Ahnung, nicht wertschätzen, was sie machen, also was wir als Schüler machen, alle so gegen einen sind und eigentlich das Beste für einen wollen, aber das mit sehr, sehr viel Druck. Also die Medien haben mich halt übel genervt, weil im Internet sehr viel Hate verbreitet wird von, keine Ahnung, Fußballspielern bis irgendwelche Promis bis Politiker, und ich finde, als menschliche Gemeinschaft sollte man da halt ein bisschen mehr Respekt voneinander haben, auch wenn es im Internet ist, und deshalb versuche ich mich gerade eher auf mich zu konzentrieren. Was ich dieses Jahr so richtig scheiße finde, die Gaspreise. Also ich finde die gar nicht gut. Das ist wirklich Hassthema bei mir, weil mein Bruder davor noch sehr viel Auto gefahren ist und mich halt zum Beispiel bei solch kalten Wetter wie heute und die Tage zurzeit Auto gebracht hat. Aber zurzeit sind einfach die Gaspreise, zumindest sind die jetzt ein bisschen gesenkt, aber davor waren die ein bisschen zu hoch, um jeden Tag mich zur Schule zu bringen und wieder zurück. Mich hat auf jeden Fall aufgeregt, dass Themen nochmal aufgegriffen werden müssen, die eigentlich schon Normalität sind. Dass dem überlassen bleibt, ob er Transgender ist oder ob er vegan oder vegetarisch ist. Also mich hat auch noch aufgeregt, der Weihnachtsmarkt ist ja eine schöne Sache, aber immer wenn ich was einkaufen war oder so, waren halt sehr viele Menschen da und manchmal stehen die auch mitten im Weg und da kann man auch nicht so durchlaufen. Was richtig scheiße war, also zurzeit in der Schule, in Geschichte, haben wir über die Französische Revolution und so Wiener Kongress Geschichte, ich mag das so oder so schon nicht, und ja, wir hatten halt viele Tests und Übungen dazu und Klassenarbeit und so. Also ja, das war sehr viel Kopfschmerzen, finde ich. Puh, ich finde, Hass ist auch immer so ein starkes Wort. Nee, habe ich nicht. Gibt kein Hassthema. Also es gibt Themen, die mich genervt haben, die mich aufgeregt haben, aber wo ich sage, das ist jetzt mein absolutes Hassthema. I love you. Deine Machtemotion. Freude. Die genervte Art von mir. Ich war dieses Jahr doch schon sehr genervt, aber mittlerweile, so zum Ende des Jahres hin, geht es wieder. Ja, ich würde sagen, Vertrauen. Das hat einen privaten Hintergrund. Das war wegen einer Freundin von mir. Ja, und die hat mir halt gezeigt, dass man, auch wenn man eine Person sehr mag und ihr sehr viel anvertraut hat, vielleicht trotzdem nicht die richtige ist. Ja, das kann ich dazu sagen. So. Das hat mich sehr beschäftigt. Ich habe daraus auch viel gelernt. Lachen, Schadenfreude, Spaß, das sind eigentlich Emotionen, die allgemein mich die meiste Macht über mich haben. Dein Tick-Highlight 2022. Ein Tick-Highlight von 2022 war auf jeden Fall, dass Ivan, unser Tick-Kaninchen, eine neue Freundin bekommen hat, und zwar Lola. Und jetzt hoppeln sie zusammen in Stichelsdorf durchs Gehege. Mein Highlight war, ich glaube, als ich mit allen hier Tischtennis gespielt habe, ja, chinesisch. So, aber ich war ja auch da schon davor da. Da war mein Highlight so, dass wir in Stichelsdorf waren. Und da haben wir halt auch sehr viel erkundigt, sind rumgelaufen da. Und ja, das hat mir echt Spaß gemacht. Mein Tick-Highlight war, würde ich sagen, sogar schon direkt am Anfang. Da wurde ich richtig schön aufgenommen. Da waren auch sehr viele Jugendliche am Start. Da war es noch nicht wie jetzt so, dass jeder irgendwie krank ist oder so. Da haben wir mit ganz vielen Kids Tischtennis draußen gespielt. Ich fand das übel nice, weil wir da eine coole Gemeinschaft waren. Ich habe da jeden direkt kennengelernt. Und ja, das hat auf jeden sehr Bock gemacht. Ich kann nicht genau ein Highlight sagen, aber meine zwei Favoriten waren das Tick vs. Wild und Volleyball Camp. Der Rap-Workshop. Also das als erstes, was ich gemacht habe, war auf jeden Fall rappen da was, aber ist mir nicht so gut gelungen. Dann habe ich nochmal Beats aufbauen selber versucht und ist mir auch nicht so gelungen, aber allein anderen zu schauen, die das können, macht mir sehr Spaß. Das letzte Tick-Highlight war die Halloween-Party. Da war hier alles super schön geschmückt. Wir konnten in einem ehemaligen Workshop-Raum die Wände bemalen und haben da eine Runde Nacht von Palermo gespielt oder Werwolf oder wie auch immer man dieses Spiel nennt. Das war sehr mystisch und sehr schön. Das Tick vs. Wild Camp. Das war mein Highlight, weil das mal was Neues war für die Jugendlichen und ich das auch zum ersten Mal so angeleitet habe. In der Form, weil es auch gute Rückmeldungen gab und den Wunsch gibt, das nächstes Jahr fortzuführen. Mein Tick-Highlight, als ich das erste Mal hier war, so hat mir Mandy beigebracht, Romy zu spielen, und das war halt sehr schön, und dann haben wir auch zusammen gespielt mit Adrian und Max. Wow!
Die Mega-Überraschung. Ich habe eine Freundschaft wieder angefangen, die ich erst verloren hatte, genau. Einerseits war ich sehr glücklich, überfroh eigentlich, weil diese Freundschaft mir echt wichtig war. Und andererseits einfach glücklich, dass ich das geschafft habe, noch dieses Jahr zu klären, damit ich nicht ins neue Jahr mit schon einem schlechten Gefühl reinkomme. Ich glaube, dass die Corona-Regelungen weniger geworden sind und dass man halt wieder viel mehr machen kann. Also dann überraschen mich unsere Übergangsräume. Da das alles ein bisschen anders wird als hier und ein paar Sachen wegfallen, wie zum Beispiel die Billardplatte, Tischtennisplatte und wir da einfach ein bisschen experimentieren müssen, was so Neues vielleicht irgendwie geschaffen werden kann und was wir für Alternativen finden. Das WM, also es sind viele Länder, von denen man viel gehalten hat, einfach ausgeschieden. Also es hat mich sehr überrascht, dass Brasilien ausgeschieden ist gegen Kroatien, dass zum Beispiel Argentinien das erste Spiel gegen Saudi-Arabien verloren hat, Spanien, die sehr früh rausgeflogen sind. Gefreut hat mich, dass man auf jeden Fall sich wieder mehr treffen konnte dieses Jahr. Es fühlte sich wie ein Jahr ohne Corona an, auch wenn es natürlich noch da war, aber es war irgendwie alles ein bisschen lockerer und es war schön. Also zum Beispiel habe ich viel abgenommen in einem Jahr. Ja, habe jetzt mit Boxen angefangen vor einem Jahr und bin jetzt gut drin und mache Wettkämpfe mit. Mich hat überrascht, ich habe dieses Jahr sehr oft gefehlt, weil ich krank war. Und mich hat überrascht, dass ich trotzdem die Schule schaffe, also die 8. Klasse. Weil die 8. Klasse war auch sehr schwer, schwieriger als jedes Jahr davor. Und mich hat überrascht, dass ich einfach schon davor gute Noten hatte, dass ich weiterkomme. Weil ich war auch in Spanien, in Lloret de Mar im Sommer und da war auch alles ganz anders, also auch so das Radio und so, da haben die über so wirkliche Probleme, sage ich jetzt mal, gesprochen, jetzt nicht wie in Deutschland, also klar gibt es hier auch Probleme und so, aber ich meine, da wird das immer so ein bisschen flachgezogen, wenn man das so sagen kann. Ich habe dann halt auch gesehen, wie Menschen einfach anders drauf waren, viel offener waren. Also ich war auch viel Party machen, weil das auch eher ein Partyurlaub war, aber also ich fand, die Leute waren halt viel aufgeschlossener, entspannter. Du konntest so mit jedem reden. So, auch wenn du nicht Deutsch sprechen konntest, Englisch kann ja fast jeder eigentlich. Und ja, es war immer sehr lustig zu sehen, wie verschlossen die Leute in Deutschland eigentlich so sind im Durchschnitt. Das hat mich auch überrascht. Das hätte besser laufen können. Ich glaube, ich hätte viel positiver gedacht und motivierter durch das Jahr gegangen, als ich es getan habe. Ich denke, ich hätte vielleicht über ein paar Sachen länger nachgedacht, wenn man das so sagen kann, also bei manchen Entscheidungen, weil klar macht man richtige Entscheidungen und halt auch falsche und da hätte ich halt einfach länger nachgedacht, was ich gemacht hätte. In der Schule bist, dann hast du einen Test und so und denkst dir so, ja, am Abend davor so, ja, habe ich mal jetzt einmal angeguckt, kann ich jetzt schlafen und dann am nächsten Tag schreibst du dann eine 4 oder so. Da hätte ich mir auch gedacht, ja, guck's dir doch dann nochmal länger an. Vor allem im Fach, wenn du ja da jetzt nicht so sicher bist, denkt man dann immer schnell, dass man, wenn man sich das einmal angeguckt hat, dann schon direkt weiß. Das ist bei mir so die Schwäche gewesen. Ja, aber das versuche ich jetzt auch schon zu ändern. Ich würde, glaube ich, erstmal anfangen, mehr zu trainieren oder halt viel mehr gelernt, zum Beispiel so Kleinigkeiten, so zum Beispiel Vokabeln oder so, was eigentlich schnell geht. Also das meiste Zeit halt verbringe ich bei meinem PlayStation dieses Jahr, was so mit Freunden angeht. Ich wünschte, ich hätte einfach mehr rausgegangen und einfach irgendwie Markt oder sowas mit Freunden. Boah, ich bin echt ziemlich glücklich über dieses Jahr. Also ich bin wirklich happy mit diesem Jahr, wie das gelaufen ist. Nee, ich hätte nichts anderes gemacht. Die Schokolade vom Nikolaus nicht mit einem Mal aufgegessen. Das war doof. Eine doofe Aktion. Ich könnte jetzt noch eine dieser 4 Marzipankugeln zu Hause liegen haben, könnte mich darauf freuen. Aber nee, alle 4 direkt verschnabuliert. Ein Wunsch fürs neue Jahr würde ich sagen, so, dass jeder an sich glauben soll und so, an sich arbeiten soll im guten Sinne. Positiver sein, positiver von anderen Menschen denken. Na dann, war's das erstmal. Das war unser Jahresrückblick 2022. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder im Tick. Habt einen guten Start. Ciao. Haut rein. Bis nächstes Jahr. Okay. Was sagen wir jetzt? Sagen wir Tschüss alle? Ja, jeder sagt was anderes. Okay, alles klar. Gut dann. Ciao. Tschüss. Macht's gut.